Der FC Südburgenland entstand 2002 aus der Frauenabteilung des SC Pinkerfeld. Der Club stieg bereits 2003 in die Bundesliga auf und ist seither nicht abgestiegen. Somit sind die Burgenländerinnen in ihrer 17. Saison. Nur das Team aus Neulengbach und Landhaus sind länger in der Liga. Die tragenden Säulen des Vereins ist die Familie Koch. Spielertrainerin Susanne Koch-Lefebvre ist seit Tag 1 im Verein. Genauso wie Mutter und Obfrau Christine Koch. Wir sind damals von Pinkerfeld weggegangen, haben einen eigenständigen Verein gegründet unter der Leitung von meiner Mutter. Und ich meine, ich habe früher U19-Nationalteam gespielt, A-Nationalteam. Es hätte natürlich für mich andere Optionen gegeben. Aber gesagt, ich bin dem Verein immer treu geblieben. Ich bin auch eine, die gern zu Hause ist. Und es hat sich immer sehr gut verbinden lassen. In der Tabelle war der FC Südburgenland in den letzten Jahren immer weit unten zu finden und kämpfte oft bis zum Schluss um den Klassenerhalt. Der Trend in den letzten Jahren war, dass wir uns wirklich hinten festgesetzt haben. Wir waren öfter schon vorletzter Platz, wo ich mir dann gedacht habe, naja, oder wo sich wahrscheinlich ganz Österreich gedacht hat, naja, wen wird es wohl das nächste Jahr erwischen, Südburgenland. Und irgendwie haben wir es trotzdem immer geschafft, dass wir zumindest einen hinter uns lassen. Und ja, so spannend wie letzte Saison war es nie. Seit dem ersten Spieltag Tabellenletzter und in der 78. Minute vom letzten Spiel dann auf einmal den rettenden vorletzten Platz erreicht. Der Verein hatte in der Vergangenheit auch kein richtiges Zuhause, da man keinem Verein zugehörig ist. Aktuell ist man nach einigen Stationen, Leupersdorf, Kitzladen, Oberwart, Jabing, Olbendorf, nun in Mischendorf angesiedelt. Trotz allen Widrigkeiten schafft es der Verein immer wieder, die Liga zu halten. Wir sind halt mit viel Engagement dabei und mit viel Herzblut, sagen wir mal so. Weil die Bedingungen sind ja nicht so gut da im Südburgenland. Also wenn man die Infrastruktur anschaut, die geografische Lage anschaut und so, muss ich sagen, sind wir schon sehr benachteiligt. Oder auch die Struktur, dass wir keine Städte in der Nähe haben und so kein Einzugsgebiet, die weiten Anfahrten zum Training und so. Also ich wundere mich ja selber, dass man schon 16 Jahre in der Bundesliga halten. Damit das auch in Zukunft weiterhin gelingt, halten alle zusammen. Man spürt die familiäre Zusammengehörigkeit an allen Ecken und Enden, auf und abseits des Feldes. Es wird für Südburgenland aber immer schwerer, auch aufgrund finanzieller Herausforderungen. Auswärtsfahrten wie jene nach Vorarlberg fressen einen Großteil des Budgets. Der sympathische Verein ist es aber gewohnt, kleine Brötchen zu backen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Die Spielerinnen bzw. die Mütter der Spielerinnen backen Mehlspeise und die verkaufen wir halt dann beim Match und einen Kaffee verkaufen wir und Wurstsemmeln verkaufen wir und so. Schauen wir halt, dass wir ein bisschen was zusammenkriegen. Ne? Es ist ja jetzt durch das Sponsoring von Planet Pure ist finanziell ein bisschen leichter geworden. Wir arbeiten auch zusammen mit Schulen, da müssen wir halt schauen, dass wir ein bisschen einen eigenen Nachwuchs bekommen. Das wäre halt sehr wichtig. Wenn das klappt, dann glaube ich, wird es schon eine Zeit lang gut gehen. Der FC Südburgenland ist eine Familie. Also das heißt, wir unterstützen uns in vielen Bereichen untereinander. Ich habe mit der Sue eine absolut top ausgebildete Trainerin, eine Trainerkollegin, die immer zur Seite steht und immer wieder aushelfen kann. Und wir können uns auch absprechen, wenn irgendwas ist. Und vor allem habe ich da einen verlängerten Arm am Platz, die so weiß, was sie tut. Das ist gut so. Nach den ersten Runden ist klar, dass es auch diese Saison wieder eine Herausforderung für Susanne Koch-Lefebvre und ihr Team wird, die Liga zu halten. Aber die Burgenländerinnen haben oft genug bewiesen, dass sie niemals aufgeben.